es ist für mich wunderbar, dass das alles nicht in der Versenkung geblieben ist. Es war ja, die Update war ausverkauft, es wurde nicht nachgepresst. Das gleiche geschah eigentlich auch mit der N. Jetzt ist es wieder da. Und zwar nicht irgendwie, sondern remastered. Damals war das eine Riesensache, wenn man ins Studio durfte. Wie Bendig da gespielt hat, ist grandios. Ich weiß, dass er direkt die erste Version so schön gespielt hat, dass ich war so glücklich. Ich habe alles vergessen an Mühen, die ich da investiert habe, und habe mich zurückgelehnt und gesagt, das ist so wunderbar. Es gibt kaum eine schönere Situation, als die Musik so gespielt zu bekommen, wie man sie sich erträumt. Ich habe es sehr geliebt, in Jazz Big Band zu spielen, also als Student, schon als junger Student. Das war eine Welt, die ich ganz toll fand. So diese Registerarbeit, der Gesamtklang, dieses Orchestrale, das hat mich total umgehauen und die Kraft, die dadurch entsteht. Aber es haben mir auch ein paar Sachen gefehlt und es war irgendwie einfach so das, was ich gerne hören wollte, wo ich selbst gerne ins Konzert gegangen wäre oder gerne die Platte aufgelegt hätte, das gab es so noch nicht ganz. Und das habe ich das Gefühl, okay, dann musst du es machen. Wenn es kein anderer macht, mache ich es. Ich hatte damals eine Zielvorstellung, ich wollte einfach ganz egoistisch verschiedene Komponenten vereinen, die mir wichtig waren. Ich habe da so viele Einflüsse von Beatles angefangen, über Blues und Eric Clapton und Jimi Hendrix und dann die für mich neuen Jazz-Einflüsse, die ich so gewinnen konnte ab 15 etwa. Das ist manchmal so, dass ich denke, oh, bei dem Stück habe ich später gemerkt, klar, dass du das und das im Kopf hattest. Das ist natürlich irgendwie, hängt zusammen mit, was weiß ich, Steely Dan, oder hängt zusammen mit einer John Coltrane-Nummer, die ich sehr gemocht habe. Und meine ganze Begeisterung für unterschiedliche Musik hat sich da zusammenfinden können. Das Konzept war, eine fette Bläsergruppe zu haben, also normaler Big Band-Satz, 4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxophone und eine rockige Rhythmusgruppe, die beide Parts standen gleichberechtigt, nebeneinander. Das Besondere war eben zu der Zeit, eine Fusion zu probieren. Herbolzheimer hat das versucht, aber der hat das von der anderen Seite gemacht. Und Herbolzheimer hat damit begonnen, mit dem Raum für die Gitarre. Dass auch mal ein Evers erscheinen darf. Das war auch ungewöhnlich. Und ich denke mal, dass wir das bei der Köln Big Band sehr konsequent weitergetrieben haben. Die Musik hat sich abgegrenzt, Michaels Musik abgegrenzt von der üblichen, in Anführungszeichen, Big Band Musik. Was wir an der Hochschule machten, waren halt Thad Jones, Man Lewis, so die ganzen Sachen, die man halt so kennt, bis Toshiki Akiyoshi und so weiter.
hat sich dadurch abgegrenzt, dass wir hier halt auch mit der Rhythmusgruppe mal brettern konnten. Ich fand dann raus, worum es in der Band geht, nämlich darum, dass die Gitarre auch wirklich hörbar ist und dass eine Gitarre in der Köln Big Band das machen soll, was eine Gitarre am besten kann. Eben Sounds, expressive Soli mit verzerrten Sounds und so weiter. Eigentlich mehr wie in der Popmusik als in der traditionellen Jazzmusik. Und natürlich gab es Spannung und auch manchmal Konflikte mit den Bläserkollegen, die das nicht gewohnt waren. Eine Rhythmusgruppe, die nicht nur in Anführungsstrichen dient, sondern eben auch selber ein Gesicht entwickelt und auch lautstärkemäßig natürlich ein anderes Pfund abgelegt hat. Da gibt es gar keine Konkurrenz, weil es ist so ein Unterschied. Die Köln Big Band ist so viel mehr moderner gewesen zu dem Zeitpunkt. Das war das ganz Besondere und damit stand die Köln Big Band auch absolut alleine. Der zweite Punkt, was das Besondere war an der Köln Big Band, war, dass es eine unglaubliche Anzahl hervorragender Solisten in der Band gab. Das war einmalig. Die Musiker waren, wie gesagt, aus unterschiedlichen Szenen. Das waren nicht einheitlich Jazz-Studenten Köln. Das waren teilweise eben auch Musiker wie der Gitarrist, der Ebo Wagner, der damals bei Satin Whale spielte und mit Anne Heiges, die eine bekannte deutsche Rocksängerin, weil ich diese Art von Denken, Popmusik auch mit einbinden wollte. Es waren nicht nur Satzspieler, nein, es waren auch natürlich Musiker, die sich dabei waren zu profilieren. Und wenn man heute mal guckt, wer da alles mitgespielt hat, dann wird man genau feststellen, guck mal da, also die waren da auch schon dabei. Und das ist doch schon erstaunlich. Ich habe auch 1990 angefangen, bei Purple Schulz zu spielen. Das war damals eine sehr erfolgreiche deutsche Popband. Da habe ich von 1990 bis 1995 gespielt und eben dann gleichzeitig auch immer wieder mit der Köln Big Band. Ich habe mir ja da praktisch den Gitarrensitz geteilt mit Jakob Hansonis, der immer noch damals schon und immer noch bei Herbert Grönemeyer spielt. Ja, hier, das war der Schmelztiegel Köln, also Musikhochschule von der WDR. Big Band war dann auch der Andy, zum Beispiel Andy Harder hat da mitgespielt. Ich hatte auf jeden Fall sofort den Eindruck, dass es dem Michael darum geht, Persönlichkeiten zu bekommen. Also dass es ihm nicht nur um bloße, austauschbare Ensemble-Teppichleger geht sozusagen, sondern dass jeder auch so, um mal das Wort casten zu benutzen, gecastet war, eben dass er, weil es waren ja alles Männer zu der Zeit, dass er eben eine gewisse Persönlichkeit und eine gewisse Sicht auf diese Musik mitbringt. Es waren zum Teil herausragende Solisten, gerade in der Bläserfraktion Leute, die auch ihre Karriere danach noch enorm entwickelt haben, sehr zu Recht. Und natürlich hat man damit mit Persönlichkeiten zu tun. Damals war das eine Riesensache, wenn man ins Studio durfte. Wir haben ja zuerst im Cornett aufgenommen, das ist ein legendäres Studio in Köln, wo eben auch Kenny Clarke, François Boulogne aufgenommen hat, Wolfgang Hirschmann ist derjenige, dem das Studio gehörte und der eine Autorität bei Big Band Aufnahmen war. Der ist weltbekannt, dieser Mann. Zentrale Stücke sind, glaube ich, die beiden Suiten. Auf der Update 3-4-MD, das MD steht eben für Miles Davis. Miles Davis finde ich großartig. Diese Art zu spielen, also er hat Leute gesucht, die zum Teil auch wirklich sehr auch soulig und funkig vom Hintergrund waren, aber gleichzeitig auch sehr eloquent in der Jazz-Idiomatik, also die auch ganz schöne Harmonik und interessante Linien zum Beisteuern konnten. Und diese 3-4-MD, denke ich mal, da ist mir, glaube ich, ganz ordentlich gelungen, verschiedene Facetten von Miles Davis darzustellen in Big Band Farben und auch wiederum
meine Trompeter bei der Köln Big Band zu featuren, die sehr unterschiedlich spielten, Gott sei Dank, sodass eigentlich für jede musikalische Situation jemand da war, der das bestens bedienen konnte. Dann kam eine Zeit, wo ich auch meine norwegischen Wurzeln in die Musik noch stärker einbezogen habe. Das heißt, das Orchestrale, neben den harten Grooves und neben sehr intensiver, vielleicht auch durch Miles Davis und ähnliche Bands beeinflusste Musik, ähnliche Musiker, kam dann dieses Orchestrale noch etwas stärker zum Tragen. Und die N entstand die zweite Produktion. Bei der N hatte ich das große Glück, dann einen fantastischen Gastsolisten begeistern zu können dafür. Und das ist Bendik Hofstedt. Das passte 100% in meine Vorstellung rein, weil ich brauchte unbedingt eine norwegische Stimme, eine skandinavische Stimme. Für diese Art von Musik, die ich da geschrieben habe, für die N steht ja auch für Norwegen, diese Suite, die ich für die Platte als Kern der Produktion geschrieben habe, brauchte eine norwegische Stimme, die eben anders phrasiert als jemand, der in der Bronx aufgewachsen ist, aus New York ist oder auch aus L.A. ist. Das ist eine andere Art zu spielen, die einzelnen Töne haben da meiner Meinung nach mehr Gewicht und das mochte ich immer sehr gerne, eine reduzierte Art zu musizieren. Und Bendik Hofstedt ist Nachfolger von Michael Brecker bei Steps Ahead gewesen, als Norweger in New York und war mir dadurch bekannt. Und ich habe ihn kontaktiert und ich habe ihn besucht bei Konzerten und er hat akzeptiert. Er kam dann geflogen nach Düsseldorf und wir haben ihn abgeholt und er hat gespielt und ich muss sagen, also es war sehr berührend für mich, das so zu hören, wie ich mir es nur wünschen konnte und noch schöner. Jetzt ging es darum, noch jemanden zu finden, einen weiteren Gastsolisten, der die andere Seite der Medaille präsentiert, also der eine vielleicht typisch amerikanische Energie mitbringt und gleichzeitig auch sehr experimentierfreudig ist. Chet Wackerman war mir bekannt von Holdsworth-Platten. Anderen ist er bekannt von der Zusammenarbeit mit Frank Zappa. Mit Barbra Streisand hat er auch schon gespielt und das spricht für seine Vielseitigkeit und seine absolute natürlich Professionalität. Chet Wackerman war grandios. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so schnell sich auf eine Situation einschießt. Er wollte vorher von den Noten nichts wissen. Ich habe angefragt, lieber Herr Wackerman, möchten Sie vielleicht schon mal Demos hören? Möchten Sie vielleicht die Noten geschickt bekommen? Ich tue alles, damit Sie gut vorbereitet und mit einem schönen Gefühl nach Deutschland kommen können. Und er hat mir geantwortet, Dear Michael, alles in Ordnung, es reicht, wenn ich da bin und dann mich mit dem Material beschäftige. Ich habe erst gedacht, nimmt er die Sache wirklich ernst oder ist das jetzt ein bisschen, einfach ein Job für ihn, wo er sagt, ach, das wird schon irgendwie gut gehen. Aber es war absolut richtig, weil er ist so schnell, er versteht ein Stück, er spielt ein Stück einmal durch, da klären sich für ihn die Zusammenhänge. Und dann spielt er es ein zweites Mal, dann kommuniziert er schon ein bisschen mehr. Und im Studio, als wir dann aufgenommen haben, wir haben mal einen Tag geprobt mit ihm, einen Nachmittag. Im Studio war er da, als hätte er nichts anderes gemacht in seinem Leben als Köln Big Band getrommelt. Das ist fast 30 Jahre her. Die erste Produktion war 1987, die zweite 1990. Also die Produktionen sind nicht mehr erhältlich gewesen, seit ewigen Jahren schon nicht mehr im Markt.
Und wir haben uns dann entschieden, einen Versuch zu starten bei dem bei der Firma Delta, das sind die Rechtebesitzer in dem Falle an den beiden Produktionen, die Frage zu stellen, ob nicht eine Wiederveröffentlichung stattfinden kann. Das hat dann einige Überredungskunst gebraucht. So ein Jahr machen wir, und wenn, aber das volle Paket mit neuer Vinylveröffentlichung. Wir haben ausgeglichen, was an Defiziten vielleicht mit den heutigen Ohren doch da war. Vor allem ist es auch mit einem ganz schönen Booklet versehen. Meine Frau hat da geholfen, Dörte Gatermann, die Architektin ist und sehr gute Augen für Design hat und für das Wesentliche. Das war aber auch damals, das war Hermann the German, ja, dieser, ja, Fotograf. Der hat ja auch Herbert Grönemeyer und Niedecken, Bapp, fotografiert. Schulte, und ich wollte das nicht, Joachim, damals. Ich wollte das. Du wolltest das. Das war die LP, ist auch nochmal schön. Ja, da sieht man den Foto so ein bisschen größer. Ja. Das kommt auf Vinyl. Ja. Kommt Vinyl. Das kommt auf Vinyl, ja. Ich habe mir gemeinsam mit ein paar Freunden auch viel Mühe gemacht, Fotos auszusuchen, überhaupt Fotos zu finden, digitalisieren zu lassen. Und so ist es uns gelungen, für beide Produktionen auch dokumentarisch Material zu schaffen, was Hintergründe gibt. Man sieht diese Menschen, die überall jetzt auch zu sehen sind, in WDR, Big Ben, Hessischer Rundfunk, SWR. Und jetzt kann man sehen, das gibt's doch nicht. Da ist Peter Weniger, Professor Peter Weniger aus Berlin, und spielt Sopransaxophon und ist da zu sehen bei der Aufnahme. Und viele andere, also diese Fotos von der Aufnahmesituation, ich bin sehr froh, dass es die gibt und dass die jetzt gefunden wurden und gesammelt wurden und in guter Qualität in einem, wie ich finde, sehr geschmackvollen Booklet und Artwork versammelt sind.